Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe ja schon letzte Woche ein Video darüber gedreht, wie man That Girl werden kann. Also wie man sozusagen ein Mädchen oder eine Person wird, die einfach sehr erfolgreich ist, sehr viel lernt, früh aufsteht, Sport macht, gesund wird und das alles. Und ich habe schon feststellen können, dass wir alle in dieser Community, hier in der Lara Emily Community, alle eigentlich That Girl, also dieses Mädchen sind, nur dass es vielleicht nicht so ästhetisch ist. Denn mir ist aufgefallen, dass wir alle sehr ehrgeizige, disziplinierte Personen sind, die unser Leben verbessern wollen, die ja alles tun, um einfach ein besserer Mensch zu werden. Wirklich vielleicht nicht alles, aber sehr viel dafür tun. Trotzdem würde ich aber nicht sagen, dass ich irgendwie dieses Mädchen bin. Ganz ehrlich, ich sehe nicht so aus und ich würde es auch nicht anstreben, irgendwie so zu sein. Darum geht es auch gar nicht. Aber heute soll es darum gehen, wie wir wirklich unser Leben verbessern können. Und da gibt es heute 6 Tipps für euch, wie ihr euer Leben verbessern könnt. Vor allem jetzt in den Sommerferien, wenn wir da ja viel Zeit haben. Wie wir einfach unser Leben verbessern können und eine bessere Person werden können für uns selbst. Und das gibt es heute. Also viel Spaß beim Angucken. Ein sehr wichtiger Punkt, was erfolgreiche Menschen von nicht so erfolgreichen Menschen unterscheidet, ist meiner Meinung nach das Lifelong Learning. Also sozusagen das regelmäßige immer weiterbilden und immer das Lernen. Das heißt vor allem auch, dass der Wille zu lernen da ist. Und damit meine ich nicht nur, dass man die ganze Zeit vor einem Buch sitzt und das irgendwie so durchstudiert und das lernt, sondern vor allem, dass man im Leben einfach neugierig ist, Dinge dazulernen möchte, anderen Leuten zuhört und das alles. Wenn du beispielsweise immer nur redest, dann sagst du nur das, was du schon kennst. Aber eigentlich ist es ja sinnvoll, anderen Leuten noch zuzuhören und dann zu lernen, was du noch nicht weißt und dich dementsprechend auch immer weiterzubilden. Und daher ist mein erster Tipp für den Sommer für euch, fang an, wirklich ein neugieriger Mensch zu werden, der gerne lernen möchte. Das heißt, du kannst wirklich anfangen, Leuten zuzuhören, du kannst Podcasts anhören, du kannst anfangen zu lesen, du kannst anfangen, dich mit Leuten zu unterhalten, du kannst irgendwie, ja, man kann auch so kostenlose Seminare zum Beispiel im Internet belegen, du kannst YouTube-Videos gucken, vor allem natürlich meine, weil meine sind immer sehr hilfreich. Nee, okay. Also kannst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren, denn wir reden hier Donnerstag und Sonntag wirklich über die Themen Produktivität, Organisation, Schule, Lernen und sowas alles. Das ist eigentlich wirklich sehr hilfreich. Und in diesem Zeitalter ist es wirklich so krass hilfreich, dass wir eigentlich nur unser Handy haben müssen, was wir eigentlich alle haben, wenn du das hier gerade anguckst wahrscheinlich. Und dass wir sofort ins Internet gehen können und einfach alles, was wir wollen, lernen können. Also mittlerweile können wir wirklich fast jeden Skill lernen, den wir uns aneignen wollen. Wenn wir auch dafür auf YouTube gehen, auf TikTok gehen, im Internet gucken und wir werden eigentlich zu allem was finden. Beispielsweise war mein Ziel für diesen Sommer und ist mein Ziel für diesen Sommer eigentlich so, wirklich ein paar Dinge zu lernen. Wie beispielsweise würde ich voll gerne mehr über Skincare lernen. Ich würde gerne mehr etwas über das Thema Investieren lernen. Und ich würde zum Beispiel auch voll gerne mal wieder anfangen, tanzen zu lernen. Ich habe früher immer sehr viel getanzt in meinem Leben. Ich habe irgendwie 7 Jahre Modern Dance gemacht und dann 5 Jahre Stepptanz oder so. Mache ich momentan aber nicht mehr. Und deswegen war eigentlich so ein Ziel für den Sommer für mich wieder ein bisschen tanzen zu lernen. Aber eigentlich geht es wirklich nur darum, die ganze Zeit weiterzubilden, immer neugierig zu sein, immer offen für alles zu sein. Und ja, das wäre der erste Tipp von mir für euch. Die zweite Sache, die du machen kannst, um dein Leben zu verbessern, ist immer dein Warum zu kennen, deine Motivation zu kennen. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir vor einer wichtigen Arbeit, vor einem Test, vor einer Klausur stehen und einfach nicht anfangen wollen zu lernen, weil wir einfach keine Motivation dafür haben. Und da wäre es einfach super sinnvoll, deine Motivation zu kennen, also dein Warum. Warum möchtest du eigentlich lernen? Also warum möchtest du? Warum musst du nicht, sondern warum möchtest du eigentlich lernen? Und da habe ich den Tipp, dass du einfach mal deine Motivationsliste aufschreiben kannst. Also was bringt dir Motivation? Beispielsweise möchte ich in der Zukunft mal eine Liste anfertigen mit 100 Dingen, 100 Gründen, warum ich eine Sache machen möchte. Weil ich glaube, wenn wir 100 Dinge finden, dann ist es super klar, dass wir diese Sache wirklich, wirklich machen wollen. Beispielsweise könnte ich jetzt sowas aufschreiben wie, warum ich mein Abitur schaffen möchte. 100 Gründe, warum ich mein Abitur schaffen möchte. Und ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit, das wirklich alles aufzuschreiben. Ich kann auch nur 10 Gründe machen oder so. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich immer keine Lust mehr habe zu lernen und dann einfach keine Motivation dafür habe und mir dann diese Liste angucke und durchlese, dann werde ich mir wieder Motivation dafür finden. Eine weitere Idee wäre dafür aber auch ein Vision Board zu designen. Mein Vision Board sieht man jetzt hier links oder rechts für euch, ich weiß es nicht so genau. Und da kann ich dir auch nur sehr dieses Video hier empfehlen, wo ich dir mal mein Vision Board gezeigt habe und auch gezeigt habe, wie du dein eigenes Vision Board anfertigen kannst. Die dritte Sache, die dir helfen wird, dein Leben zu verbessern, ist, bessere Gewohnheiten zu haben. Denn das, was uns wirklich im Endeffekt an unser Ziel bringt, sind nicht diese großen Ziele, die wir haben, sondern diese kleinen Schritte, die wir jeden Tag gehen. Beispielsweise kann das sein, du möchtest jeden Tag 5 Seiten in einem Buch lesen oder du möchtest jeden Tag Vokabeln lernen oder du möchtest jeden Tag einen Spaziergang machen oder irgendwie sowas. Und da wäre mein Tipp, mit Habit Stacking anzufangen. Das heißt sozusagen, dass wir Gewohnheiten an andere Gewohnheiten ranbinden. Aber das wäre viel zu komplex, hier nochmal zu erklären. Deswegen würde ich gerne mal auf dieses Video hier weiterleiten, wo ich das ganze Konzept noch einmal ganz ausführlich erklärt habe. Der vierte Punkt ist, eine Sportroutine zu finden.
Das heißt sozusagen, Bewegung zu finden, die dir Spaß macht und die für dich auch funktioniert. Weil ich habe wirklich herausgefunden, es geht einfach nicht, wenn ich mich jeden Tag nur zu einer Sache zwingen muss, was mir keinen Spaß macht, was mir nicht gefällt. Aber trotzdem sollte es auch challenging für dich sein. Es soll eine Sache sein, die dir zwar Spaß macht, wo du die Lust hast, wo du die Motivation dann findest, aber auch eine Sache, die dich natürlich dann weiterbringt, weil sie etwas schwieriger für dich ist, weil sie dich challenged. Du kannst ja verschiedene Workouts probieren oder verschiedene Sportarten ausprobieren und einfach gucken, was für dich so funktioniert. Der fünfte Punkt ist, organisiere und räume dein Zimmer auf. Ein sehr großer Vorteil von dem physischen Aufräumen hier ist aber auch, dass du mental viel klarer sein wirst. Beispielsweise kann ich mich in einem unordentlichen Umfeld nie so gut konzentrieren und auch nicht so gut lernen, weil ich dann immer irgendwie merke, okay, jetzt muss ich jetzt auch aufräumen, das liegt hier rum, bla 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 bla. Und irgendwie ist es halt super schwer, sich da zu konzentrieren und da wirklich Arbeit zu schaffen. Es ist viel besser, wenige, aber essentielle Dinge zu haben, als zu viel Zeug, was du sowieso nicht brauchen wirst. Und da würde ich dir auch sehr meine Minimalismus-Playlist empfehlen, wo ich schon sehr viel über Minimalismus geredet habe, über das Aufräumen geredet habe, auch Sortieren geredet habe und vor allem auch über das Konsumieren geredet habe. Der letzte Punkt, den du diesen Sommer machen kannst, ist, neue Rezepte auszuprobieren. Wir kennen ja alle diese tollen TikToks, wie wir Leute sehen, vor allem Mädchen natürlich sehen, die ihre schönen Rezepte machen, am besten noch vegan, mit ganz viel Obst, Gemüse und so weiter. Und jetzt ist einfach der perfekte Zeitpunkt in den Ferien dazu, die vielleicht auch mal eine Rezeptliste zu machen mit den Rezepten, die du magst. Oder einfach Rezepte ausprobieren und dann die Liste zu machen mit den Rezepten, die dir gefallen haben, die dir geschmeckt haben. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, kannst du sehr gerne auf den Abonnier-Button unten klicken und in unsere Community reinkommen. Wir reden hier jeden Donnerstag und Sonntag über das Thema Lernen, Schule, Produktivität, Organisation und wie wir einfach unser Leben verbessern können. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.